Heute beim elektrischen Reporter: Nazis, Ausländer und kleine Himbeerkuchen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Nicht nur Musiklabels, Buchhändler und Reisebüros mussten erleben, wie das Internet ihre altbekannten Ökosysteme ins Schwanken bringt. Auch ganz andere gesellschaftliche Gruppen sind plötzlich gezwungen, sich in Digitalien neu zu erfinden. Nazi-Gegner beispielsweise, wie unser erster Beitrag zeigt. Der moderne Rechtsextremist lässt Springerstiefel und Bomberjacke im Schrank und mischt sich unauffällig unter die Leute. Für seine Propaganda verteilt er keine Flugblätter mehr, sondern nutzt, mal offen, mal verdeckt, das Internet. Um die braune Ideologie online zu bekämpfen, müssen aus Streetworkern interneterfahrene Infoarbeiter werden. Nur, selbst wer sich umfassend mit Webforen und Netzwerken auskennt und selbst versteckte rechte Botschaften online dekodieren kann, hat noch lange kein Rezept für das konkrete Eingreifen parat. Martin Ziegenhagen sieht vor allem die schriftliche Kommunikation in Digitalien als das große Problem. Ja, die digitale Jugendarbeit ist eben digital. Man sieht die Leute nicht direkt, man hat sie nicht genau persönlich vor der Nase. Man kann sozusagen sich auch nicht direkt sofort aufs Umfeld beziehen, Bezüge herstellen. Hinzu kommt die Unübersichtlichkeit des Netzes. Anonymität, Mehrfachidentitäten, Webserver im Ausland und undurchsichtige Querverbindungen. Der Umgang mit Nazis im Netz kostet Nerven und Kraft. Die Frage ist, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wie stark fühle ich mich persönlich sozusagen? Also wie sieht es aus mit der Motivation? Man kommt sich doch so vor, als wenn man der Übermacht gegenübersteht. Gegen Rechtsinitiativen wie die Online-Beratung nutzen das Internet bisher vor allem als Möglichkeit, leichter mit Beratungswilligen in Kontakt zu kommen. Mit Eltern von abdriftenden Kindern zum Beispiel. Die fallen, genauso wie Erwachsene, leicht rein auf die digitale Masche der Rechten. Denn Neonazi-Seiten in sozialen Netzwerken lassen sich nicht an virtuellen Hakenkreuzschmierereien erkennen. Sie behandeln oft Aufregerthemen wie die Euro-Krise, Kindesmissbrauch, Arbeitslosigkeit. Hinter diesen harmlosen Facebook-Fassaden gelangt man fließend bis in die Hass- und Hetze-Ecken der Rechten. Zum Beispiel findet man dann auch in Einträge, wo Leute, die antifaschistisch sind, namentlich mit Foto geoutet werden und dann eben dann auch noch die Kommentare, was machen wir jetzt gegen ihn, umbringen, erpressen, verprügeln. Das ist Michael W. Er dokumentiert für das antifaschistische Pressearchiv in Berlin, was sich online im rechtsextremen Bereich tut. Aus Sicherheitsgründen möchte er nicht erkannt werden. Online kann er fast in Echtzeit miterleben, wie sich Einzelne immer tiefer im braunen Netz verstricken. Wie hinter dickem Milchglas spielt sich ein Film aus fremdem Hass und Kampfgebrüll ab. Ganz nah. Und eben doch unerreichbar. Man kann das ja richtig sehen, wie sich Jugendliche radikalisieren, wie ihre Sprüche immer härter werden, wie sie immer mehr Nazis in ihre Freundeskreise reinlassen und immer mehr unpolitischere Leute oder alte Freunde dann abstoßen. Man kann das ja wirklich Monat für Monat feststellen, wie die Radikalisierung verläuft. Die Nazi-Gegner hängen deutlich hinterher, was die Entwicklung von Konzepten gegen das rechte Netz betrifft. Wie immer in der sozialen Arbeit sind es die finanziellen Mittel, die fehlen. Und wie immer, wenn es um das Internet geht, kommt die Einsicht spät, dass Beobachten und erstmal Abwarten nicht hilft. Also wenn ich von so Peer-Konzepten ausgehe, das heißt junge Leute, sprechen junge Leute im Netz an, dann geht es auch darum, diese jungen Leute zu begleiten, zu betreuen, zu coachen, auszubilden, Argumentationstrainings mit ihnen zu machen etc. Auch darüber hinaus gibt es sozusagen die Offline-Welt, die normale Welt ja auch. Und auch dort müssen die natürlich präsent sein und sich zeigen. Und ihre Statements abgeben dürfen und auch ihr Logo irgendwo dran wappen dürfen. Der crossmediale Einsatz ist also auch hier gefragt. Und die viel bessere Verknüpfung von On- und Offline-Arbeit. Bisher allerdings ist man online nicht viel weiter, als sich im Rahmen diverser Aktionen mit virtuellen Gegenrechts-Buttons für Blogs und Twitter-Bildchen mit durchgestrichenen Hakenkreuzen zu positionieren. Oder die analogen Initiativen mit eigener Website zu präsentieren. Anna Groß von NoNaziNet versucht etwas Neues.
den direkten Weg. Sie kontaktiert täglich Jugendliche online. Dabei macht sie sich den Umstand zu nutzen, dass vieles im Social Web in aller Öffentlichkeit stattfindet. Das kann man zum Beispiel darüber tun, wenn man sich anschaut, auf welchen Seiten gefällt mir es geklickt wurden, von welchen Menschen das getan wird. Und wenn wir dann feststellen, das sind zum Beispiel Leute, die ansonsten gar nichts mit der Neonazi-Szene zu tun haben, gehen wir schon auf die Leute zu und versuchen erstmal rauszufinden, sind die schon näher verwoben? Viele Nazis haben sich in der digitalen Welt eingerichtet und nutzen virtuos die dortigen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sind erst wenige Anti-Nazi-Organisationen im 21. Jahrhundert angekommen. Sie suchen immer noch nach Eingreifstrategien für eine Welt zwischen Sharing und Shitstorm, zwischen Hyperlinks und Hasspamphleten. Dafür brauchen sie Unterstützung und auch dringend Ideen. Kommen wir nun von den Nazis zu Kosmopoliten, um das Überleben als Brite in Berlin. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, mein Name ist James. Ich bin ein englischer Auswanderer, der in Berlin lebt und schreibe gemeinsam mit Zoe hier einen Blog namens Überlin. Überlin zeigt die Perspektive eines Auswanderers in Berlin. Wir haben vor einiger Zeit hier Urlaub gemacht und uns sofort in Berlin verliebt. Wir wussten gleich, dass wir hier leben wollten. Hier ist es interessant, aber doch etwas ruhiger. Wir haben uns einfach in Berlin verliebt. Give Something Back to Berlin ist ein Projekt, das wir hier unterstützen und das ursprünglich von zwei schwedischen Auswanderern ins Leben gerufen wurde, die schon etwas länger in Berlin leben. Gemeinsam mit den Gründern der Initiative haben wir uns mit dem Problem der Gentrifizierung befasst und darüber nachgedacht, was wir dagegen tun können. Die Idee des Projekts ist, kurz gesagt, Auswanderer in gemeinnützige Projekte einzubinden, durch die sie Hilfe leisten können. Wir haben wirklich alles im Angebot, von Suppenküchen, die Helfer brauchen, bis hin zu Schulen, in denen Vorträge zu halten sind. Es geht uns nicht darum, ein komplexes Problem wie die Gentrifizierung zu verharmlosen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, wir haben hier die Lösung. Es geht vielmehr darum, in Zeiten der wirtschaftlichen Krise etwas Gutes zu tun. Das wiederum hilft Menschen wie uns, sich zu integrieren. Und es bringt Vorteile für die, die schon länger in dieser Stadt leben und unter steigenden Mieten in Berlin zu leiden haben. Also have some benefits for people who've been here longer and who are maybe struggling to cope with rising rents and all of those kinds of things. Es geht darum, das Wissen und die Fähigkeiten, die wir alle haben, an andere weiterzugeben. Mittlerweile fühlen wir uns jeden Tag weniger als Außenseiter. Und das geht nur, weil wir uns mehr mit Deutschen unterhalten, mehr Deutsch lernen. Am Ende des Tages ist das wirklich der einzige Weg, um sich als echter Berliner zu fühlen. Aus Großbritannien kommt auch eine Initiative, die die Welt mit kleinen, spottbilligen Computern verbessern will, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wer ins Büro kommt und von einer Tasse frischem Kaffee auf seinem Schreibtisch erwartet wird, für den hat der Morgen seinen Schrecken verloren. Das dachte sich auch Sascha Wolter und vernetzte seine Kaffeemaschine mit dem 25-Euro-Computer Raspberry Pi. Seine Koffeinration kann er jetzt von unterwegs vorbestellen. Ein Telefonanruf schaltet die Kaffeemaschine ein. Was für den Entwickler nur eine Spielerei ist, wird im Internet zum Musterbeispiel für die Anwendungsmöglichkeiten des Minicomputers. Wir haben uns einen Tag Zeit dafür genommen, das war die Idee. In einem Tag soll das Ding stehen. Und das war's. Es hatte eigentlich keinen weiteren Nutzen. Wir sind selber ganz überrascht davon, dass die Leute sich nicht nur für diese Technologie interessieren, sondern dass sie dankbar dafür sind, dass es mal ein visuelles, verständliches Beispiel für diese Kombination von Geräten über das Internet gibt. Der Raspberry Pi, deutsch Himbeerkuchen, ist ein vollwertiger Computer und nicht größer als eine Kreditkarte. Auf einer einzigen Platine versammelt er alle Chips und Schnittstellen, die Bastler und Programmierer wie Sascha brauchen,
um für ein paar Euro ihre Projekte in die Praxis umsetzen zu können. Hinter dem Pi steht die Raspberry Pi Foundation und ein ebenso ehrgeiziges wie ehrbares Ziel. Wir haben ein großes Ziel, dass jedes Kind, das keinen technisch versierten Erwachsenen kennt und den einfach fragen kann, mit dem Pi Freude haben und programmieren lernen kann. Das ist eine enorme Aufgabe. Rund 1 Million Pis wurden bislang verkauft. Ein knappes Drittel davon an Kinder, schätzt Eben Upton. Und mit spielerischen Projekten soll ihre Neugierde geweckt werden. Der Raspberry Pi soll Schüler und Studenten ermutigen, einen Blick unter die Benutzeroberflächen ihrer PCs und Smartphones zu werfen. Wenn man mit dem Raspberry Pi arbeitet, lernt man etwas darüber, wie Computer in ihrem Inneren funktionieren. Man erkennt, dass Computer eben keine magische Blackbox sind, wo einfach irgendwas passiert. Man lernt das Innenleben einer Maschine kennen. Und wenn man sich diese Maschine genau ansieht, stellt man fest, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Von der Vielzahl der Anwendungen ist Eben beinahe selbst überrascht. Sogar in Wissenschaft und Forschung hat der Pi schon Einzug gehalten, wie das Projekt der Bioinformatikerin Alice Zappe zeigt. Mit ihren Kommilitonen sucht sie in Gewässern nach einem ganz bestimmten alten Pilz. Und bis der sich mal zeigt, kann so einige Zeit vergehen. Das ist ein mikrobiologisches Experiment. Und wir überwachen das halt mit einem Raspberry Pi, mit einer Kamera. Damit wir nicht jedes Mal ins Labor rennen müssen und wir können uns zu Hause angucken, was sich halt tut bei den Säulen und wann wir dann mal wieder Proben nehmen. Im Stundentakt schießt Alice's Pi Fotos von ihrem Versuchsaufbau und lädt diese automatisch auf ihr Blog hoch. Aber bis dahin war es ein weiter Weg, mit einigen Frustrationsmomenten. Und nicht jeder, der sich einen Pi kauft, bringt auch die Ausdauer mit, solche Probleme zu lösen, weiß Alice. Gerade wenn man so ein Nerd ist und so, dann bringt man schon mal auf diesen Hype auf und sagt, yeah, ich habe einen Raspberry Pi zu Hause. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen will, aber ich habe einen. Also ich hatte dann teilweise Leute, die sich dann mehrere gekauft haben, ja, ich habe sogar zwei. Aber auch gar nicht wussten, was sie damit machen sollen. Kreativ sein war eben noch nie einfach. Daran ändert auch der Pi nichts. Entscheidend ist, bei einem Raspberry Pi setzt man anders als bei einem Laptop eben keine 1.000, sondern nur 25 Euro in den Sand, wenn beim Basteln mal etwas schief geht. So fördert der Pi ganz gezielt den Experimentiergeist seiner User. Allein das Ausprobieren führt dazu, dass man merkt, dass man irgendwo Probleme lösen kann, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und deshalb geben sich manche Hacker auch nicht damit zufrieden, mit dem Pi zu arbeiten, sondern arbeiten lieber am Pi. Im 3D-Druckverfahren stellen sie spezielle Cases her und mit Lego-Bausteinen entsteht aus 64 Einzelpis ein Raspberry Pi Supercomputer. Die vielen Projekte rund um den Billigcomputer erinnern daran, dass Kreativität keine Frage von Geld oder Forschungsbudgets sein muss, sondern von Ideen lebt. Und die hat die Raspberry Pi Community zu Genüge. Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus bräuchte. Ken Olson, 1977. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.